herzlich willkommen bei CT Zockt. Ich bin Liane und spiele heute The Wandering Village. Ein Aufbaustrategiespiel, auf das ich mich persönlich sehr lange gefreut habe und ich habe vorab auch schon eine ganze Reihe an Stunden reingesteckt und es Probe gespielt. Ich spiele hier wie gewohnt unter Linux mit Proton und es läuft fantastisch. Wir fangen gleich mal ein neues Spiel an. Es gibt drei Stufen offensichtlich. Ich habe meinen ersten rund 8-stündigen Probelauf als Neuling gespielt. Da ist nicht so viel schief gegangen. Ich bin nicht richtig unter Druck geraten. Das finde ich super angenehm, um überhaupt die Crafting-Reihenfolge und so weiter kennenzulernen. Aber ich glaube, diesmal werde ich erfahren ausprobieren. Wir werden wahrscheinlich auch gleich ins Schwimmen kommen. Das macht aber nichts. So. Und wir nennen den Spielstand CT Zockt. Den hier. Anpassen, das machen wir im Moment nicht. Das sollte erstmal reichen. Von den giftigen Sporen aus unseren Häusern vertrieben, wanderten wir weiter und suchten Schutz. Doch nicht in unseren kühnsten Träumen hätten wir uns vorstellen können, was wir finden würden. So, The Wandering Village ist ein Spiel von einem kleinen Schweizer Studio. Ungefähr 10 Leute sind das, glaube ich. Ein Indie-Studio. So, und wir sind hier gestrandet auf dem Rücken des großen Onbo. Und deswegen fange ich gleich mal an. Die wollen hier alle Häuschen. Ich fange gleich mal damit an, ihnen kleine Zelte zu bauen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es am sinnvollsten ist. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber wir bauen einfach mal 5. So. Ich zeige euch kurz, wo wir hier sind. Also, wir können hier die Karte nicht drehen, aber wir können reinscrollen. Dann kippt sie irgendwann. Wir kommen ganz nah ran und können gucken, was die Leutchen so tun. Nämlich Häuserbau mit dem, was an Sachen da war. Ich kann Dinge abbauen, indem ich sie zum Beispiel hier so zum Abbau markiere. Das gleiche kann ich tun mit Bäumen oder ich kann hier unten das Erntewerkzeug anklicken und das über einen größeren Bereich ziehen, zum Beispiel so. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht diese Hörner hier markiere, weil das der Kreatur, auf der wir hier wohnen, gar nicht gefällt. So, die kann ich mir genauer angucken, indem ich in diese Ansicht wechsle. Hier sehe ich den Onbu. Und der schläft gerade. Es ist alles, hier sind die, die Umwelttemperatur ist normal. Es ist leicht feucht und wir haben keine Giftigkeitsstufen. Weder am Boden noch in der Luft. Das sind zwei verschiedene, die es da gibt. Ich habe noch 100 Essen, 16 Leute und die stehen bloß rum. Deswegen gebe ich denen jetzt gleich mal was zu tun. So, haben die denn alle was zu schlafen? Das kann man sich hier angucken. Ich habe 16 Bewohner und nur 10 Betten. Da müssen wir nochmal nachlegen. Ich glaube, 2 Leute passen in so ein Zelt, oder? Ja, mal noch ein drittes hinstellen. So. Und natürlich geht hier auch gleich das Zeug aus, so wie ich das sehe. Oder wir machen es so. Und das finde ich eigentlich am angenehmsten. Gleich mal alles an Stein abbauen, was so rumliegt. Vielleicht auch den ein oder anderen Baum. Und hier stehen Beerenbüsche rum. Die kann sich auch gleich mal jemand schnappen, dann geht das Essen nicht so schnell aus. So, das ist der Plan. Ihr seid beschäftigt, es gibt 12 Betten, was auch daran liegt, weil nicht genug Ressourcen da sind. Nehmen wir eher die großen Bäume, die schon so ein bisschen, die anderen wachsen ja noch. Okay. Ja, ich habe sehr viel, was ich tun und bauen kann. Und hier mal durchgucken. Das Zelt. Erstmal mache ich diese Zelte, wo die stehen. Das ist ja schon mal was. Dann machen wir direkt hier schon mal einen Trampelpfad. Meine Siedlungen, das dürftet ihr vermutlich inzwischen wissen, sind generell sehr unkoordiniert und chaotisch. Das macht aber nichts. Da werdet ihr euch dran gewöhnen müssen. Und ich baue hier mal eine Forschungsstation. Die binde ich gleich an. Wahrscheinlich nicht das Erste, was ich gebraucht hätte, sondern erstmal hätte ich mich eigentlich um Holz und
Essen kümmern müssen. Und Wasser vor allem. So, was habe ich denn hier noch? Ich könnte... einen Tank brauche ich noch nicht. Ein Silo auch nicht. Einen Luftbrunnen mache ich mal. Der aus der Luftfeuchtigkeit Wasser sammelt. So, wie kriege ich das am besten hin? Ich stelle den hier direkt mitten in die Pampa. So, das ist doch schon mal ganz gut. Ich guck mal hier. Ja, wenn man den fortgeschrittenen Ding nimmt, dann gibt es kein Tutorial offensichtlich. Das heißt, ich muss jetzt selber dran denken, alles Wichtige da rein nachzubauen. Das geht garantiert in die Hose, aber macht ja nichts. Dann habt ihr mal gesehen, wie ihr es nicht machen solltet. So, wo könnte ich denn hier landwirtschaften? Muss im Grünen sein, nicht so weit da oben. Hier direkt vor der Haustür von den Häuschen ist auch irgendwie doof. Hier ist ein bisschen Platz. Vielleicht mache ich erstmal so einen kleinen... hier und Bau. Das ist irgendwie ein bisschen eng. Ich mach mal hier oben. Weit weg. Aber was soll's. Da ist Platz. Okay, ich habe einen Bauernhof gebaut. Dann mache ich auch gleich noch einen Bärensammler. Und hier sind ganz viele von diesen Häuschen. 45%, da zeigt mir die Effizienz an. 30, 13, 22, das ist nicht so viel. 40, 36. Das geht doch hoffentlich besser. Hier zum Beispiel 27. Nee. 36, wenn ich all diese Bäume wegmache. Ich weiß nicht, ob es besser wird als 36, aber das hatte ich hier nicht ein Feld hier. Ach nee, das ist da oben. Guck nochmal. Irgendwo ein bisschen besser geht, aber perfekt wird es vermutlich einfach nicht. 45. 40. 36. Ich glaube, 45 ist ganz schön gut eigentlich schon. Hier fällt da zwar ein so ein Büschlein weg. So, meine Forschungsstation ist fertig. Ich habe zwei Wissenschaftler Ihnen damit eingestellt. Bestimmt gehen mir gleich die Leutchen aus. Die sollen jetzt irgendwas erforschen. Ich gucke jetzt trotzdem erstmal in den Forschungsbaum. Ich kann entweder Küche für bessere Nahrung oder für die nächste Trockenzeit den Kaktus anbauen. Das ist auch cool. Mistsammler brauche ich noch nicht. Oder den Hornbläser, damit ich dem Onbu Befehle geben kann. Ich fang mal mit der Küche an. Kaktus ist dann als nächstes dran. So, ich mache hier gleich nochmal einen Weg, solange noch Platz ist. Was habe ich noch? Vermutlich brauche ich einfach noch ein paar Bäume. Ich mag die immer nicht so komplett ausdünnen. Aktuell habe ich hier noch keinen Mutterbaum, der neue Setzlinge aussäen würde. Doch hier, die wachsen aber erst noch. Ich habe aber hier unten jede Menge Steine. So. Dann seid ihr erstmal beschäftigt. Ich hier niemand langweilt, mache ich das wieder weg. Ich kann Prioritäten setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz dringend Bäume brauche, kann ich einen markieren und sagen, hier, das müsst ihr jetzt oder da. Ich muss das als erstes fertig machen. So machen wir das mal. Was ist die Forschung? 108. Oh, oh, die Nahrungsvorräte sinken rapide. Wie ist es denn mit Wasser? Ich habe noch 100 Wasser, 108 Beeren und kein Holz und wenig Stein. Okay. Gut, dann schaue ich hier mal weiter. Mit dem Arbeiterposten kann ich Leute einen bestimmten Job zuweisen. Das ist nicht, also sie machen im Moment so querbeet alles. Dabei belasse ich es erstmal. Einen Wassertank brauche ich dann als nächstes auch. Aber ich schaue mal, ob es was Dringenderes gibt. Wie sieht es mit meinem Bauernhof aus? Genau, hier ist noch nichts. Die zwei brauche ich erst später. Einen Mykologen brauche ich auch noch nicht. Luftbrunnen, der steht schon. Das ist super. Ich mache ein Lager, glaube ich, mal gleich. Kräutergärtner brauche ich dann auch noch. So, wo war das Lager?
Hier, Materiallager. Ich baue das mal. Hier direkt nebendran. Ich verlängere gleich mal den Weg entsprechend. So, schauen wir mal, wie es... Nahrung fällt rapide. Und das mit dem Anbau dauert ja auch erst. Ja, aber nicht, dass die jetzt hier alle am Stein abbauen sind. Das reicht, wenn es ein paar von euch machen. Hätte hier gern... Ja, genau. Wie ist denn hier so? Macht mir mal... Wieso gehst du weg? Man kann die auch anklicken, dann sieht man genau, wo sie hinlaufen. Holt sich was zu essen. Sammelt die Beeren ein. Genau, und man kann natürlich auch gucken. Wo sind sie? Hier. Der hier freut sich sehr. Er hat ein Zelt, damit ist er momentan noch zufrieden und genau, alles gut. Aber keiner ist untätig, das ist auch gut. Dann die Häuschen, das ist was. Ja, mit was mache ich weiter? Die Dringlichkeit weiß ich nicht genau. Ich mache, glaube ich, mal einen Wassertank. Den stelle ich hier daneben. So, dann kann ich nämlich Wasser aufsammeln. Oh, der Ombu, er steht auf, falls es eine Ehe ist. Man weiß es nicht. Setzt sich in Bewegung und wir gehen hier, ziehen von dannen, wohin auch immer. Kein Hornbläser gebaut, noch kann ich mit dem Ombu nicht interagieren, das macht nichts. Kann ich denn schon einen Kundschafter bauen, um in die Gegend zu erkunden und Dinge einzusammeln? Das kann ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Okay. So, der Ombu geht. Die sind hier fleißig am Werkeln. Ich habe viel zu wenig Leute. Aber ich kann hier zum Beispiel mal gucken, was jetzt so als nächstes. Das ist der Startpunkt. Ich kann leider im Moment diese Punkte nicht erkunden, weil ich noch keine Kundschafter habe. Ich arbeite dran, sobald ich rausgefunden habe, wo die Kundschafter sind. Das liegt hier. Wassereimer. Okay. So, die Farm steht, dann muss ich Felder hinzufügen. Und zwar kann ich im Moment nur Rüben anbauen. Der Anbau jetzt ausgeschaltet. So ist er wahrscheinlich eingeschaltet. Tut sich was? Hier ist schon eine Rübe angepflanzt. Die wächst. Könnte ein bisschen mehr sein, sage ich mal. Wie schaut's aus, Leute? Hab noch nicht so viele Leute. Ich kann hier nicht... Oh, jetzt ist hier ein Baum gewachsen. Achso, der wird noch abgebaut. Okay, keine Ahnung. Vielleicht müssen die auch noch was zu essen holen. Vielleicht sollte ich hier noch einen Weg bauen, damit die etwas schneller unterwegs sind. Das könnte man doch auch mal ernten. Und dann mache ich hier mal noch einen Weg hin. Vielleicht. Also eigentlich ja hier. Kann ich den hier nochmal wegmachen? Genau. So. Trampelpfad. Jetzt muss ich mir das angucken von oben. Schräg geht nicht oder nur sehr schlecht. Ne. Mache ich das so? Vielleicht eher hier lang. So. Wunderbar. Dann kann ich die zwei nochmal wegmachen. So. Okay, hier wird wild gewerkelt, ihr seht schon. Also, Essen ist in Arbeit. Nee, bloß nichts anklicken. Forschungsgebäude habe ich, Arbeiterposten habe ich mir noch gespart. Dann baue ich doch mal ein Silo. Um alles, was an Essen gemacht wird, schon mal speichern zu können.
mache hier, glaube ich, erstmal noch ein zweites Lager dazwischen. Hier so. Und stelle ein Silo direkt daneben. So, jetzt habt ihr zu tun. Wenn das zu langsam geht, dann kann man natürlich wie bei vielen Aufbauspielen die Geschwindigkeit hochdrehen. Ich will nur vorher sehen, dass ich nichts Wichtiges übersehen habe. Zum Beispiel sowas wie null Holz. So, die Forschung schreitet auch voran. Ich habe hier... Kann ich denn nahrungsmäßig noch was tun? Nee, die zwei Sachen sind gebaut. Das ist schon mal was. Ich könnte wahrscheinlich einen zweiten Luftbrunnen bauen. Aber ich will sie jetzt auch nicht. Das ist so der Klassiker, sie dann mit 1000 Sachen erstmal zu überfordern. Damit warte ich noch Kräutergärtner. Damit warte ich auch noch. So, und den Kundschafter sehe ich hier noch nicht. Das heißt, das muss ich erst noch rausfinden, wie es geht. Dann mache ich doch nochmal einen Luftbrunnen hier hin. Das schadet ja nicht. Ich habe im Moment 89 Wasser, Tendenz also fallend. Das, obwohl es hier feucht ist, dann eher schwierig. So, wie sieht's aus? Hier unten Steine sind schon fast alle abgebaut. Gucken wir mal, Steine habe ich aber auch einen ganzen Schwung. So, die noch markieren. Nochmal einen Satz von diesen Bäumen. Hier so ein bisschen querbeet. Gut. Das läuft soweit. Der Weg ist auch in Arbeit. Dann sind die ein bisschen schneller hier unterwegs. Und ich könnte hier noch zwei Bäume mitnehmen. So. Genug. Ja, ich denke, jetzt kann man sie erstmal werkeln lassen. Machen wir das mal ein bisschen zackiger. Ombo hat ein neues Biom betreten, die Berge. Schauen wir uns mal an. Ah, sehr schick. Sehr, sehr schick. Das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Hier ist es immer noch alles sehr ungiftig. Der Ombu kriegt langsam Hunger. Wie sieht's aus? Gibt's mal was für ihn zu essen? Noch nicht. Oh, das würde ich gerne erkunden. Da gibt's Wissen, aber keine Kundschafter. Oh, hier, Kundschafterhütte. Das brauche ich. Dringender als alles andere. Bestätigen. So, ich könnte natürlich auch einfach mir mehr Forschungsgebäude bauen, aber dann sind von 16 Leuten 4 mit der Forschung beschäftigt. Was soll's. Machen wir das mal. Kann die ja doch auch immer noch stilllegen. Und sie haben gerade sehr viel zu bauen, meine 16 Leutchen. Hier, zwei sind auf der Farm beschäftigt. Sind die nicht herzallerliebst? Sind die nicht wirklich herzallerliebst? Man sieht es im Hintergrund so ein bisschen wackeln. So, die tragen Rüben rein und raus. Oh, das hat er jetzt aufgegessen. Okay, gut. So weit, so gut. Kann ich jetzt hier noch irgendwas priorisieren? Muss ich eigentlich nicht. Die Sachen sind alle nicht super wichtig. Wasserding habe ich, Silo, noch ein Lager habe ich schon, das war... Oh Moment, wieso ist mein Materiallager? Ach, das ist noch gar nicht fertig. So, eins könnte ja schon mal allmählich. 10 Holz. Okay. Nur gut, dann dauert das ein bisschen mit dem Kundschaften. Hier liegt auch noch Holz rum. Wir sind einfach zu wenig Leute hier. Geschwindigkeit ist zweifach. Da geht es aber natürlich auch nicht schneller. Sind hier wirklich zwei drin? Ja, da sind zwei drin. Wie sieht's aus mit Essen? Fällt rapide. Andererseits, es gibt Beeren. Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen...
dafür sorgen, dass die auch eingesammelt werden, nicht, dass mir die Leutchen verhungern. Hier, damit die hier besser schuften. Oh, diese Zeltchen sind auch nett. Hier mit dem Schemel davor. Okay. So, hier stehen noch ein paar Eimer. Es ist noch nicht so ganz knapp. Aber, okay, Stein ist so ziemlich das Einzige, was ich reichlich habe. So. Okay, das läuft. Ich könnte vielleicht sogar noch einen Zahn zulegen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Steine diesmal schnell ausgehen. Okay. Ja, ich lege mal noch einen Zahn zu, weil sich hier gerade nichts tut. So, sie wuseln ein bisschen schneller. Der Wuselfaktor ist auf jeden Fall sehr schön. Essen geht tendenziell rauf. Das ist gut. Ich also nicht ganz daneben. Wie sieht es mit Wasser aus? Habe ich auch noch. Sollte sich zumindest so halten. Tut sich hier. Man müsste es jetzt nur noch bauen. Und da gehen sie ran und haben das Lager gebaut. Sehr schön. Okay, ich habe ein Lager, das ist schön. Der Rest ist nicht ganz so wichtig. Ich könnte hier noch so ein bisschen. Allerdings fallen in dem Moment dann zwei weg und dann geht es hier noch langsamer voran. Nur ein bisschen gucken. So, ein Forschungsgebäude. Jetzt müsste eigentlich die Forschungsgeschwindigkeit... Ach nee, das ist noch nicht fertig konstruiert. Aber jetzt. Zack. Und jetzt arbeiten hier zwei Leute. Genau, Forschungsbaum öffnen. Forschung ist schon bei 96%. 99% und ist fertig. Dann mache ich jetzt als nächstes... ich gucke erstmal. Also den Essensstand brauche ich nicht, so groß ist meine Siedlung noch nicht. Ein großes Lagerhaus, auch nicht eine Hütte. Hat hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit, den Arzt vielleicht oder den Kaktusanbau. Fangen wir mal mit dem Kaktus anbauen. So. Und gehe hier mal wieder auf Normalgeschwindigkeit. So, kann ich denn jetzt meinen Kundschafter bauen? Kundschafterhütte, das ist nämlich wichtig. Die kann man nur hier an den Rand irgendwo hin packen, damit sie die mal hier unten. Genau. So, die kriegt jetzt höchste Priorität. Aber ich glaube, ja, an dem Ding sind wir schon vorbei. Oh, und wir kommen auf die nächste Kreuzung zu und ich habe noch keinen Hornbläser. Hier kann ich jetzt quasi, ich könnte mitsprechen, aber es wird ihn wahrscheinlich nicht interessieren. Hier gibt es für ihn was zu essen und einen guten Schlafplatz. Also das, die nördliche Route wäre auf jeden Fall schlauer. Hier gibt es einen Eisregen. Oh Gott. Ja, schauen wir mal, ob er das allein gut entscheidet. Und wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. So, wie läuft's? Nicht so super. Ich habe etwas mehr Essen. Zu wenig Wasser. So, Bärensammler. Muss ich hier noch irgendwas tun? Oder? Nee, sammelt direkt los. Super. Okay, dann dürfte das mit dem Essen soweit erstmal in Ordnung sein. Die Kundschaftshütte, die hat ganz oberste Priorität. Und dann würde ich doch mal sagen, hier den Luftbrunnen ein bisschen pushen. Ich überlege, ob ich mehr Felder mache. Was könnte man eigentlich tun? Mal so eine Reihe hier vorn. Ah, da geht schon wieder nicht mehr. Okay. Dann mache ich das so. Gut, Nahrung
fällt. Das ist ja nicht so gut. So, raus aus den Feldern. Ich brauche Holz. Tja, vielleicht soll ich doch mal gucken. Kann ich denn schon irgendwie... Wie stellt Holzbretter her? Mehr geht da noch nicht. Ja, ich werde auch mal einen Arbeiterposten machen, aber im Moment geht da gar nichts voran. Den stelle ich hier direkt dahinter. Ich reiß den da mal ein bei Gelegenheit. Also beziehungsweise erstmal ernten. Die Steine respawnen so nach und nach, aber immer nur so einzelne. Man hätte hier noch ein großes Vorkommen, das kann ich aber noch nicht abbauen. Und ja, das hier würde, glaube ich, auch Stein geben. Genau, ist aber, macht keinen guten Eindruck bei Umbo. Und noch sind wir ja, wir können ihm noch nicht mal ein Leckerli geben, um uns wieder mit ihm gut zu stellen. Das heißt, ja, ist nicht so eine gute Idee. Ah, ich habe jetzt doch nicht das Horn. Ich habe den Kaktusanbau gewählt. Okay, das kommt als nächstes. Das kommt dann als nächstes. So, wie schaut's aus? Hier. Ah, ich brauche Bretter und Steinplatten. Oh, ich habe die Produktionskette vernachlässigt. Ich brauche erst einen Zimmermann und dann ein Steinmetz. Und dann kann ich erst hier die richtigen Sachen machen. So, tja, dann machen wir das mal so. Fang doch mal hiermit an. So. Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Dem Kundschaften. So, hier könnte man noch einen Weg bauen. Möglichst ohne die Bärensträucher einzuplanieren. Ich könnte die mal wegmachen, dass ich das besser sehe. Ja. So. Muss der Baum da weg? Das ist okay. Gut. Dann könnte ich aber eigentlich, auch wenn der Baum da eh weg muss, dann könnte ich das doch nochmal kurz, dann mache ich das nämlich so. Gefällt mir besser. Okay. Ja, ich brauche alles gleichzeitig. Und natürlich geht nichts voran. So, wie weit sind wir hier? Oh Gott. Holz ist sowas von knapp. Ich kann aber auch keine... Ja, Ombu ist unsicher. Okay. Ah, Mist, wir sind vorbei und du bist in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe die Entscheidung übersehen. Man hätte ihm tatsächlich sagen können, wo lang... Das ist natürlich nicht gut, aber hier sind Nomaden. Vielleicht können wir die als günstige Arbeitskräfte einstellen. Dafür kriegen sie Beeren und Rüben. Der Deal ist doch nicht schlecht. So. Die schleppen hier. Bo läuft zu seinem Arbeitsplatz. Wieso, was macht Bo eigentlich überhaupt auf der Farm? Ja. Tally freut sich. Aber was hast du da oben gemacht? Kannst du dein Essen nicht hier irgendwo... Ach so, ich müsste ein Silo bauen. Ach ja, ein Silo müsste ich auch noch. Ja. Der Klassiker. So, ich mache jetzt hier noch ein paar Bäume platt und dann beschleunige ich den ganzen Laden mal, dass die ein bisschen schneller hier schuften. Dann sehen wir schon. Jeden zweiten. Das sollte gehen. So, dann etwas schneller bitte. Oh, hier ist gleich fertig erforscht. Wir sind auf doppelter Geschwindigkeit. Da wuselt sich's gleich viel, viel besser.
Jawohl. So, Dorfarzt Hornbläser. Wir machen erstmal das. So, geht weiter. Ja, ich könnte natürlich sagen, das ist jetzt nicht so wichtig wie, ich mach mal den hier, deaktiviere den mal. Dann gehen die zwei erstmal schuften und machen die anderen Arbeiten, die zu tun sind, weil hier geht überhaupt nichts voran. Ich habe nicht genug Holz, um das zu bauen. Liegt denn noch woanders Holz rum? Hier liegt noch Holz rum. Und wie sieht's im Lager aus? Ich lagere im Moment vor allem Stein. Gut. Was ich natürlich auch noch bauen kann demnächst, ist die Küche. Aber auch dafür brauche ich Holzbretter. Oh, jetzt wird's kalt. Kann das Wachstum deiner Pflanzen beeinflussen? Das nicht gut. Naja. Eisig ist es. Gucken mal, wie es Ombu geht. Er trägt es mit Fassung. Das ist schon mal ganz gut. Oh, aber er ist schon sehr, sehr müde. Und wird jetzt irgendwo gleich schlafen. Oh, mitten im Eissturm. Das war keine gute Idee. Aber hey, könnt ihr mal das hier fertig bauen? Ja, er kollabiert gleich. Mehr kann er jetzt nicht. Er ist so müde. Er gähnt schon. Tag 8. Ja, das war's. Er muss sich... Oh. Die Ombu-Gesundheit sieht... Wie sieht die Ombu-Gesundheit aus? Gift Level 0. Er ist hungrig. Müdigkeit. Die Temperatur ist so semi. Es ist nur noch kalt. Okay. Ein bisschen Pause hier. Vielleicht könnt ihr in der Zeit mal... Woran hakt es eigentlich? Hier geht... Doch, jetzt geht hier was voran. Leider halt nur sehr langsam. Aber gut. Eins nach dem anderen. So, der Zimmermann steht. Wird jetzt gebaut. Dann machen wir doch direkt damit weiter. Steine sind schon da. Jetzt gibt's keins. Oh, und wenn der jetzt anfängt, Holz zu verarbeiten, dann wird Holz noch knapper werden. Könnt ihr mal bitte mit hoher Priorität die Bäume fällen? So, das kann man ja auch mit Prioritäten beeinflussen. War vielleicht der Fehler, das nicht zu tun. Unten vielleicht noch ein bisschen. Hier sind auch noch ziemlich viele. Kann ich das so? Ja. Kann ich das nochmal? Ah, jawohl. So, sie arbeiten schnell. Zack. Beides steht. Jetzt kann es tatsächlich losgehen. Das heißt, jetzt produzieren sie die Platten, die ich brauche, um den Kundschafter zu machen. Und vielleicht schaffe ich es ja noch hier in die Gegend ziehen. Was gibt es denn hier Schönes? Da ist eine Siedlung. Oder zumindest Ruinen. Hier hinten irgendwo war... Ein Arbeiterposten wurde errichtet. So, jetzt kann ich... Das ist eine Mine. Ein Bergwerk. Hinten ist auch nochmal ein Bergwerk. Okay, wir werden sehen. Hier ist gerade nichts super Wichtiges. Das ist schon auf Priorität. Der Wassertank. Ich habe eh nicht viel Wasser. Insofern, ich habe jetzt zwei Luftbohnen. Das ist gut. Luftfeuchtigkeit ist normal. Kakteen habe ich erforscht. Kann ich aber noch nicht. Dafür brauche ich natürlich eine neue Farm, die dann die Kakteen anbaut. Ich glaube, als nächstes ist erstmal eine Küche dran. Habe
ich die denn schon irgendwo platziert? Ich glaube nicht. Vielleicht setze ich die hier oben hin. Das geht nicht. Das geht schon. Dann ist es so zwischendrin. Das finde ich okay. So, nächstes Ding. Eine der beiden empfohlenen Technologien oder öffne den Forschungsbaum. Entweder den Dorfarzt oder den Maisanbau. Ich gucke mir das nochmal an. Also, Ombu-Küche, Schlafbefehl, Ombu-Doktor, das ist noch ein bisschen zu früh, glaube ich. Dünger brauche ich auch noch nicht. Kundschafterhütte war wichtig. Das geht auch noch. Den Arzt vielleicht, ja. Das sind schon die zwei nächst wichtigen, sage ich mal. Die Leute werden dann irgendwann auch unzufrieden, wenn sie immer das Gleiche essen müssen. Deswegen ist es tatsächlich nicht unwichtig. Aber ich glaube, ich fange mal an. Ja, denn das müsste dann eine Kräuterhütte auch noch bauen. Ich fange trotzdem mal mit dem Arzt an. Ich habe immer noch nur zwei Leute an der Forschung. Ich glaube, das muss aber jetzt auch erstmal reichen. Und dann sehe ich zu. So, wo war denn das? Die Kräuterhexe. Mykologe, das war es nicht. Hornbläser. Kräutergärtner. Das setze ich. Das muss irgendwo ins Grüne auch. Vielleicht hier oben hin. So. Ah, wir sind immer noch auf vierfach. Vielleicht machen wir mal ganz kurz zweifach. So. Und kann ich denn schon den Hornbläser? Den müssen wir irgendwie hier oben. Damit der Ombu das auch hört. Den setze ich mal hier hin. So, gleich sind wir bei den Nomaden. Guck dabei mal, wie es meinen Kundschaftern geht. Gar nicht, da fehlt noch einiges. Hier, sie tragen Dinge hin. Aber mehr ist es noch nicht. Aber gut, die Prioritäten sind klar. Das Essen wird langsam knapp. Aber, nee, fällt auch immer noch. Oh, und jetzt kommen noch hungrige Mäuler dazu. Womöglich, das ist natürlich ungünstig. Vielleicht muss ich mal noch ein paar Beerenbüsche zusätzlich hier. Okay, hier ist eine Entscheidung. Nomaden. Du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen? Ja, ja, unbedingt. So, bestätigen. Man weiß nie, was man kriegt vorher. Drei gesunde Menschen traten deinem Dorf bei. Das ist gut gelaufen. 19 Leute, wie schaut's aus mit unseren Betten? Sind nur 16 da. Dann muss ich erstmal noch kleine Hütten bauen. So, mach einfach hier mal so weiter. Das sollte eigentlich reichen. Gut. Wie geht's voran? Oh, die Steinplatten. Oh, Steine. Wie sieht's mit Steinen? Nee, Steine haben wir noch. Meine sind noch da. Ja, schon mal die nachgewachsenen gelegentlich einsammeln. So. Den will ich auch gleich weghaben. Moment. Das hier ist der Steinmetz. Und zurück in der Steinmetz. Der Kräuter, da brauchst du noch ein bisschen. Das tut mir jetzt leid, der Onbo musste mal. Später ist das wichtiger. Denn da können wir dann Dung draus machen oder so. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Deswegen gehen wir da einfach so drüber hinweg und man sieht es auch nicht tatsächlich. Ah, der Ombu ist hungrig. Schaut's aus. Oh, da kommt was zu essen. Sehr gut. Das Problem zumindest löst sich und bis dahin
Ja, müssen wir mal sehen, ob bis dahin der Bläser fertig ist. Ich glaube es eher nicht. So, Schatz aus. Da tut sich immer noch nichts. Zwei von diesen Dingern fehlen noch. Der Kräutergärtner steht dafür. Halt mich hier, da. Dann füge ich da mal Felder hinzu. So, fange ruhig schon mal an. So. Und weite die Wege mal noch ein bisschen aus. Vielleicht so. Genau. Und dann kann ich da noch ein paar Felder hinzufügen. Das wird nämlich nicht reichen. Das sieht doch gut aus. So, der Dorfarzt wurde auch erforscht. Nahrungsproduktion ist wieder ein bisschen gestiegen. Wasser ist okay. Inzwischen habe ich auch ein Silo. Da ist auch was drin. Das heißt, die produzieren weiter und sind nicht irgendwann voll. Das sieht man dann hier so an einem. Irgendwie schaut es hier aus. Den habe ich. Ach so, da muss ich noch was aus. Im Moment sind das alles Könner. Weiß gerade gar nicht, was brauche ich denn? Müsste für jede Umbo-Küche Maisanbau. Ich glaube, ich mache den Maisanbau als nächstes. Was habe ich hier noch? Das ist, glaube ich, alles noch nicht so eilig. Das Sammler auch nicht. Den Ombu. Ombu-Doktor wäre natürlich gut. Ombu-Küche wäre natürlich auch gut. Aber ich glaube, ich mache erstmal Maisanbau. Fertig. Ja, der Kundschafter steht. Dann kann es doch direkt losgehen. So, was gibt es in der Nähe, was ich erforschen könnte? Machen mal einen kurzen Ausflug. Da sind sie gleich wieder da und bringen vermutlich Holz mit. Was gibt es hier sonst noch? Das wäre noch gegangen, ist aber weit. Hier sieht man schon den Fortschritt. Man kann mehrere Kundschafterhütten bauen, aber ich habe noch nicht so viele Leute, dass sich das lohnen würde. Und der Onbu ist. So, sie sind wieder da und haben 11 Holz mitgebracht. Und jetzt kann ich sie direkt wieder losschicken. Ein Tag und 4 Stunden, das meine ich eher nicht so. Ein Tag ist ein bisschen kürzer. Das ist spannender. Siedlungsruinen. Ich schicke sie mal danach da hinten. Man muss auch keine Angst haben. Die kommen, auch wenn das Ding von der Karte verschwindet, tatsächlich wieder. Also das ist okay. Man kann es dann halt nur nicht mehr in Auftrag geben. Oh, hier stehen ganz schön viele Bäume, finde ich. Mal ein bisschen ausdünnen. Gut. Steine habe ich noch. Was brauche ich hier? Bretter und Steinplatte, okay. Man muss dann später ein bisschen aufpassen, dass die hier nicht zu viel verarbeiten, man kein Holz und Stein mehr übrig hat, sondern nur noch Holzplatten, Holzbretter und Steinplatten. Geht tatsächlich nicht besonders schnell. Ein Zelt. So, sie sind, glaube ich, jetzt alle untergebracht. 20 Betten. Wir haben noch einen Puffer. Ja, sehr gut. Ich schaue mal kurz hier nach dem Ombu. Der stapft. Es gibt noch keinen Ombu-Doktor. Und wir kommen zu einer Kreuzung und ich will lieber geradeaus gehen, glaube ich. Ach so, kann ich ihm aber nicht sagen. Solange der Bläser nicht gebaut ist, können wir mal. Nicht schon wieder durch so einen Eissturm. So, wie schaut es denn aus mit dem. Ah, der ist noch sehr in Arbeit. Das hat schon auch Priorität. Man darf nur nicht zu viele Sachen auf Priorität setzen, weil sonst hilft es natürlich nichts. Ich könnte hier noch. Kann ich denn noch eine Person für die Landwirtschaft erübrigen? Ich glaube schon. Will ich hier mal noch einen dazu?
Das Feld ein bisschen vergrößern. So. Die Felder verbrauchen Wasser, deswegen braucht man eigentlich eher ein bisschen mehr als ein bisschen weniger. Das ist hier gerade so an der Kante. Wenn eine Trockenheit kommt, bin ich aufgeschmissen. Dann bin ich aufgeschmissen. So, was erforscht ihr gerade? Maisanbau, das ist nicht eilig. Ich mache nochmal einen Bauernhof. Das mit dem Essen scheint mir alles sehr knapp zu sein im Moment. Und überlege gerade. Ja, hier sind überall ganz viele Bäume. Hier ist so ein bisschen so eine Ecke, wo man den Rest dann hier abreißen kann. Ja, das ist okay. So. Und ich könnte hier so einen Trampelpfad rüber machen. Vielleicht hier. So. Damit ihr alle ein bisschen schneller unterwegs seid. So, welche Richtung hat er entschieden? Ah. Wunderbar. Einmal eine Futterstelle und einmal eine sichere Schlafstelle. Das heißt, die nächste Zeit ist safe. Mein Kundschaftertrupp ist noch unterwegs. Sie kommen wieder. Tag 15. Tag 15. Was ist denn das? Die Küche. Ja. Ich will jetzt schon erst den Hornbläser haben eigentlich. Sind ja auch nur 5, 3 Bretter, die da noch fehlen. Dann kann es losgehen. Oh, hier gibt es eine Entscheidung. Sie sind auf eine Gruppe von Siedlern gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie deinem Dorf beitreten lassen? Na klar. Nehmen sie auf. Hungrige Menschen traten deinem Dorf bei. Okay, nehmt euch zu essen. War ein bisschen knapp gerade, aber wir haben hier schon so ein bisschen aufgestockt. Der Kräutergärtner, der ist allein. Das reicht. Das ist auch herzallerliebst hier mit den Kräutern. Das ist niedlich. Gut. Und hier hinten mit so einem eigenen Wassertank. Sehr schön. Oh, und hier oben mit so einer Treppe, wo man raufgehen kann und sich irgendwie neben so Blumentöpfe setzen. Ganz, ganz, ganz niedlich. So. Steinplatten. So, jetzt muss ich nochmal ein bisschen rausscrollen. Hier fehlt Holz. Wie könnte es anders sein? Hier. Leute, ein Holzbrett. Kann doch nicht so schwierig sein. An diesem Ort gibt es etwas frische Nahrung für Ombu. Wir gucken uns das mal an. Halt. Hier eigentlich. So, diese Pilze. Die kann er essen. So, im Moment ist es noch recht überschaubar. Der Ombu ist glücklich ohne uns. Wir mussten ihn bisher weder heilen noch füttern noch sonst was. Aber das wird noch anders kommen, vor allem wenn Biome kommen, die ein bisschen schwieriger zu meistern sind. Wenn dann plötzlich eine Trockenheit die Wasservorräte sehr, sehr verknappt und solche Sachen. Das, ja, da muss man dann noch mal ein bisschen anders agieren. Aber, oh, hier haben wir noch so einen Pfad. Weil ich kann. Oh nein. Nein, nein, nein. Den Baum will ich behalten. Dann mache ich das so. Den Baum finde ich da eigentlich ganz nett. Ja, ich denke, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie das hier aussieht in The Wandering Village. Hier unten sieht man die zurückgelegte Strecke. Meine Kundschafter sind da. Was haben die gemacht? Kann ich das hier noch sehen? Die Bevölkerungsstufe ist gestiegen und mit ihr die Bedürfnisse deiner Bewohner. Der Hornbläser wurde errichtet. Dann kann ich bei der nächsten Kreuzung dann auch mitreden. In der Zwischenzeit schicke ich mal meine Kundschafter. Ich schicke sie zum Wald, weil ich habe so wenig Holz. So. Sind die auch beschäftigt? Ja, das kann jetzt ewig so weitergehen. Ich habe hier schon so manche Stunde nachts mal noch kurz reingespielt und bin etliche Stunden später wieder aufgewacht. Umbu Doktor, Umbu Küche, Umbu Doktor, Umbu Küche.
machen wir denn jetzt als nächstes erstmal? Vielleicht den Ombu-Doktor. So. Genau, man kann da sehr viel Zeit drin versenken, aber es ist sehr, sehr entspannt, das zu spielen. Mir gefällt es wirklich gut. Ist Early Access auf Steam ab dem 14. September. Schaut es euch an. Bis jetzt sind mir keine großen Fehler aufgefallen. Es werden wohl weitere Biome noch dazukommen in der Early Access Phase, aber mir scheint, das wird ganz schön stringent entwickelt. Oh. Oh. Der Ombu muss schlafen. Dann werden wir jetzt hier einen Cut machen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da und abonniert den Channel für weitere Videos. Schreibt mir gerne was ihr von dem Spiel haltet, ob so Aufbauspiele euers sind und wenn ja, wie euch das hier gefällt. Ich würde mich drüber freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!